Hallo, liebe Christina und Walter. Ich habe gerade eben deinen Podcast gehört. Ich fand es sehr, sehr, sehr toll, was ihr da gesagt habt und hat mich natürlich nachdenken wieder gebracht. Meine Frage ist es natürlich, also ihr habt ja gesagt, Komplimenten auch einfach zu sagen, jeden Tag auszuprobieren, vor allem dem Partner zu sein, immer dankbar sein mit dem, was ihr tut. Meine Frage ist es, was ist denn eigentlich? Ich habe jetzt sogar tatsächlich 3 Tage hintereinander gemacht, so, und da hat sie sich halt sehr bedankt für den ersten Tag. Und den zweiten Tag hat sie sich gefragt, willst du mir dann jeden Tag einen Brief schreiben oder einen Zettel schreiben mit Dankbarkeit? Du hast doch schon gesagt, so. Und dann den dritten Tag habe ich nochmal gemacht, also heute. Und dann hat sie gesagt, ich finde nicht cool, wenn du immer jeden Tag schreibst, weil sie hat gesagt, dass es dann irgendwie ausgelutscht wird und irgendwie dann nicht Besonderes kommt. Das heißt, sie hat dann wieder erwartet und wenn sie nicht kommen, oder ne, was kommt jetzt heute, was kommt jetzt heute? Und sie mag halt auch nicht so Überraschung sein, dass es halt eben aus dem Nichts kommt. Allerdings, so wie du oder wie ihr ja gesagt habt, ein Kompliment einfach mal jeden Tag zu sagen oder zu schreiben, ist es schön. Und was ist denn, wenn zum Beispiel meine Partnerin oder meine Freundin halt nicht möchte? So, dass halt eben, sie hat halt auch gesagt, okay, wenn du dann immer schreibst, dann habe ich keine Chance, dann dir auch zu schreiben. Deswegen sollst du nicht jeden Tag machen. Und ja, wie da, gehe ich damit am besten um? Ist es wirklich so, dass ich diese Komplimente lieber zurückfahren soll, obwohl ich irgendwie aus meinem Herz möchte, das zu schreiben und das zu sagen, das ist halt auch meine Sprache der Liebe, Komplimente und Lob auszusprechen oder halt zu schreiben. Und ich weiß es nicht. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen dabei. Das wäre schön. Vielen Dank und wir sehen uns am Ende August in Inspirationstag. Ich freue mich voll. Bis dann, wunderschönes Wochenende. Liebe Grüße aus Erfurt. Hallo Gosi, vielen Dank nochmal für deine schöne Frage. Wir sind hier gerade in Köln im schönen Leonardo Hotel und haben hier ein Seminar. Naja, also da sieht es nicht so ganz schön aus, aber der Blick auf den See ist hervorragend. Und wir haben uns sehr gefreut über deine Frage und überhaupt finde ich das eine ganz tolle Idee, dass alle, die die Fragen an uns haben, zu einem Podcast oder auch so generell, uns einfach so eine kurze Aufnahme machen und wenn wir die verwenden dürfen, wie bei dir, Gosi, dann antworten wir super gerne direkt und so kriegst du live deine Antwort von uns jetzt hier Genau. auf deine Frage. Und so haben wir gleich ein neues Format, nämlich sozusagen eine Video-Q&A. Also wenn ihr euch umsonst von uns coachen lassen wollt, dann schickt uns einfach ein Video mit eurer Frage. Das Video sollte nicht länger als 2 Minuten sein, sonst wird es anstrengend, aber wir antworten dann kurz und knackig. So, und jetzt kommt die Antwort für Gosi. Wir haben uns sehr gefreut über deine Frage. Genau, Gusi, also ich gehe ganz fest davon aus, dass ich zum Beispiel weitermachen würde, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, derjenige sagt, oh, schon wieder ein Kompliment. Ich würde das einfach, wenn es wirklich bei mir aus dem Herzen kommt, ich würde mich gar nicht beirren lassen. Ich würde weiter Komplimente machen. Und ich will dir ein Beispiel nennen von einer Familie, bei der das auch erstmal sehr ungewohnt war. Die Frau kannte das überhaupt nicht, Komplimente zu bekommen. Und ihr Mann hat irgendwann mal wie so eine Art Shift gemacht und hat gesagt, nee, ich möchte meine Frau mehr wertschätzen. Ich möchte auch, dass meine Familie wieder miteinander glücklicher ist. Und ich gebe da jetzt den richtigen Impuls rein. Und er ist dran geblieben. Auch bei ihr war das so, ja, warum machst du mir jetzt Komplimente? Da war erstmal so ein bisschen auch der Zweifel. Meint er das ernst? Kommt das aus dem Herzen? Was will der eigentlich bezwecken? Weißt du, manchmal ist es so, die Menschen haben in ihrem Leben auch so vieles erlebt, dass sie dann halt eben erstmal so ein bisschen kritisch sind und vielleicht auch gar nicht etwas damit anfangen können, wenn solche Komplimente aus dem Herzen kommen. Es geht wirklich auch immer darum, kann ich so viel Liebe, kann ich so viel Fülle auch überhaupt in mich hineinlassen? Und wenn du in der Lage bist, Fülle zu schenken und Liebe zu schenken, Gosi, dann lass dich davon in keinster Weise beirren. Mach einfach weiter, bleib dran und mach Komplimente aus dem Herzen heraus, so oft und so viele du möchtest. Vielleicht lässt du dir immer mal was anderes und was Neues einfallen und du musst es ja auch nicht jeden Tag zur gleichen Zeit, sondern einfach mal dann, wenn es sich für dich richtig anfühlt. Aber bleib dran. Dieser Mann hat das gemacht. Er ist immer dran geblieben. Er hat seiner Frau immer weiter Komplimente gemacht. Und irgendwann hat sich ihr Herz erweicht. Und jeder Mensch freut sich, glaube ich, im tiefsten Inneren seines Herzens über dieses Kompliment, egal wie er erstmal darauf reagiert. Darf ich auch was sagen? Ja, Entschuldigung. Also, ich würde nur einfach noch hinzufügen,
dass du es vielleicht nicht inflationär machst, also jetzt nicht ständig über alles ein Kompliment machst, was du vielleicht gestern schon gesagt hast und vorgestern. Oder auch, es geht ja nicht nur um Komplimente, sondern auch um Dankbarkeit, dass du einfach die kleinen Dinge erwähnst, die dir auffallen, die sie für dich getan hat. Also wenn sie zum Beispiel heute eingekauft hat oder was weiß ich, irgendwie den Tisch gedeckt oder irgendwas gemacht hat, was dir auffällt. Sich einfach zur Gewohnheit zu machen, Danke zu sagen. Und darüber kann sich niemand beschweren. Weil es geht darum, Wertschätzung und Dankbarkeit in die Beziehung hineinzulenken. Und wenn deine Freundin darauf reagiert, ja, dann mag das vielleicht wirklich mit ihr zusammenhängen. Und ja, aber wie du schon sagst, sie wird sich erweichen und sie wird auf deine nette Art sicher immer mehr und mehr eingehen und sich öffnen. Ne? Also bleib schön dran, Gosi, und vielen, vielen Dank für deine Frage. Wir freuen uns auch sehr auf dich am Ende des Monats bei den Inspirationstagen. Und alle, die ihr noch dazukommen wollt, ihr seid herzlich eingeladen, euch noch anzumelden. Es gibt noch Plätze und wir freuen uns auf ein total schönes Seminar mit euch mit vielen, vielen Überraschungen am Tag. Dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag und genießt die Sonne, genießt den Nachmittag. Wir wünschen euch, ja, sagen bis bald. Bis bald. Tschüss. Mach's gut.